alltägliche Bilder von Unfällen. Bilder von Leid, Trümmern und Tod. Abseits der großen Katastrophen, in der lieblichen Schweiz, gibt es jedoch einen Mann, der Karambolagen fotografiert, wie sie normalerweise kein Mensch jemals fotografieren würde. Werke von einer hohen Ästhetik. Aufnahmen, die immer im Dialog mit der stimmungsvollen Landschaft liegen. Ich schaue schon, dass das eine schöne Situation ergeben würde, wenn ich da den richtigen Standort wählen würde. Und ich kann mich gut erinnern, das war 1965 und da bin ich dann in den See gestiegen, obwohl ich sah, dass mein älterer Kollege sich entsetzt hatte, dass ich da meine Schuhe auszog und die Uniformhose hochstülpte. Das war für ihn gar nicht akzeptabel, so eine Uniformentwürdigung. Oder Mats Fotografien dokumentieren feinsinnig den Autowahn über Standesgrenzen hinweg. Ob arm, ob reich, Blechschaden macht alle gleich. Ist das mehr als nur eine Marotte? Ja, als ich zur Polizei ging, kannte man das Fotografieren nicht. Und als ich die Kamera brachte, habe ich meinen Vorgesetzten gesagt, das wäre doch ein Mittel zum Beweis festhalten. Und dann hat man das schnell eingesehen, nach anfänglicher Skepsis. Gesagt, ja, das ist Chemie, das könnte man fälschen. Aber da hat man schnell gemerkt, das ist ein gutes Mittel. Und dann war ich dann der Fotograf von der ganzen Region da. Ein kleiner Irrtum, peng, und schon tanzt das Auto. Gendarm Odermatt steht lächelnd bereit, das Malheur fotografisch zu dokumentieren. Ja, also ich habe zwei Arten Fotos gemacht. Eigentlich die Tatbestandaufnahmen für die Amtswege und so weiter. Und dann habe ich am Schluss immer noch versucht, nach meinen Ideen ein bisschen zu komponieren, der Standort und der Ausschnitt und irgendwie Fotos zu machen nach meinem Herzen. Kein Balken im Auge hindert dabei Odermatts Sicht. Szenen, die für einen Beifahrer ziemlich tödlich gewesen wären, kann der Chauffeur heute im Bildband des Polizisten bestaunen. Ja, ja, ich sage dir, etwa 28 Jahre, 67. Du bist jetzt das... Nein. Ja, 27 Jahre. 27 Jahre, ja. Und Sie sind ja da der Fahrer von der Straße. Ja, da war ich 20, ich weiß nicht. Mhm. Genau. Und vielleicht 2-3 Monate auf dem Fahren. Ja, und glücklich abgelaufen. Ja. So glücklich ist dann niemand gesessen. Ja, ja. Ja, schon schwer hat er. Ja, ich weiß noch, auf der halben Seite hat Schnee gehabt. Dann hat es einen Zucker genommen. Langsam wollte er bremsen. Auf der einen Seite Schnee gehabt, hat er das Fahrzeug. Hat sie nicht dazu. Ja, nur das ist auf dem Trottoir gestanden, nicht auf der Straße. Ja, richtig. Ja. Doch nicht nur Unfallfahrer, auch Kollegen aus alter Zeit sind in den Fotomemoiren verewigt. Viele der Bilder sind aber schon über 30 Jahre alt. Sind Sie stolz darauf, in diesem Buch von Herrn Odermatt abgelichtet zu sein? Also stolz darauf. Zuerst bin ich ein bisschen erschrocken und sowieso, wie ich das Bild gesehen habe. Aber naja, jetzt hört man ab und zu, ach, wir haben dich auch gesehen. Und ja, ja, doch, es ist noch ganz schön. Schön sind auch die verspielten Linien in Odermatts Werken. Mit dem unvermeidlichen Anhängsel. Ein Sensationsfotograf? Das ist mir zu privat, zu persönlich. Das ist nicht Sache zu Foto, veröffentlichen, Voyeur-Spielen und so weiter. Das würde mir gar nicht liegen. Ein wenig Mäuschen spielte er aber während seines Dienstes schon. Und hat so den Gendarmenalltag von über 40 Jahren trefflich dokumentiert. Die Zeit der Aktenberge ist jedoch vorbei. Hightech hat den Landjäger abgelöst. Arnold Odermatt genießt seine wohlverdiente Pension. Ab und an besucht er seine Kollegen auf ein Schwätzli in der Wache. Und auch neue Fotomotive hat er gefunden. Ja, Landschaften, Blumen habe ich entdeckt. Ah, es geht auf diese Richtung. Sicher werden ihm in der Landschaft auch hin und wieder ein Käferli oder ein verbeulter Artgenosse begegnen. Diese Motive gehen ja nie aus.